Heute zeige ich dir in Logic ein kleines Plugin mit großem Effekt. Die Rede ist vom Randomizer. Er kann dir eine große Hilfe dabei sein, wenn du MIDI-Performances menschlicher klingen lassen möchtest, wenn du ihnen den Human Touch sozusagen verleihen möchtest. Was mich am meisten bei diesem Plugin beeindruckt hat, ist, wie schnell er sehr, sehr gute Ergebnisse liefern kann. Aber überall, wo Licht ist, ist auch Schatten und deswegen zeige ich dir jetzt Beispiele, wo du ihn sehr gut einsetzen kannst und Beispiele, wo du ihn besser weglässt. Hören wir uns mal hier dieses erste Beispiel an. Das ist eine MIDI-Performance, das ist aus MIDI-Loops. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich die gezogen habe. Und wir hören einfach mal direkt rein. Klingt ganz nett, schöne Chord-Progressions. Allerdings ist das Problem, dass alle Anschlagslautstärke, also die Velocity-Werte, sind überall die gleichen. Das passiert oft bei Loops, gerade bei so MIDI-Chord-Packs passiert das gerne. Das heißt, die sind alle gleich und deswegen klingt diese Aufnahme sehr statisch und sehr langweilig. Und jetzt kommt hier unser kleiner Randomizer ins Spiel. Den Randomizer findest du unter MIDI-FX-Plugins, wo auch der Arpeggiator, Chord, Trigger und so weiter ist. Und da ist er hier relativ klein und unscheinbar. Und ich erkläre dir kurz das Interface. Fangen wir an mit der Input Range. Über die Input Range legst du fest, was für ein Bereich, was für ein Velocity-Bereich randomisiert wird. Randomisieren ist übrigens tatsächlich ein deutsches Wort. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier, jetzt habe ich hier zum Beispiel festgelegt von 0 bis 127, das sind MIDI-Velocity-Werte. Das heißt, er wird alle MIDI-Noten in dieser Range bearbeiten. Ich kann aber jetzt hier zum Beispiel auch festlegen, wir haben jetzt hier, siehst du hier zum Beispiel, ja, 85 hätte er jetzt hier. Da könnte ich jetzt hier festlegen, ich möchte nur, dass der Randomizer arbeitet im Velocity-Bereich von 85 bis 120 zum Beispiel. Hier unten hast du die Randomisierungsstärke, das heißt, wie stark randomisiert wird. Jetzt 127 wäre der komplette Velocity-Bereich in diesem Bereich hier. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen weniger wähle, dann siehst du hier schon, wie das auch visuell dargestellt wird, dann wird der Bereich etwas kleiner. Hier unten kannst du festlegen, ob du jetzt eher im tieffrequenteren Bereich diese Randomisierung anwenden möchtest oder im höheren Bereich. Und hier unten haben wir das Output-Offset, das ich dir gleich erkläre. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe hier mit Option-Klick drauf, wie wir das bei Logic immer machen können. Wir haben jetzt die Grundeinstellungen. Und wenn ich jetzt hier den Random Slider auf 127 lasse und lasse die auf 127 auch, dann wird er jetzt den kompletten Range-Bereich randomisieren. Also von 0 bis 127 und dann wird ein relativ großes Chaos entstehen, höchstwahrscheinlich. Also dass er Noten sehr, sehr leise spielt und eben auch sehr, sehr laut. Das heißt, du hast jetzt sehr, sehr, sehr leise Noten und sehr, sehr, sehr laute Noten. Das wird übrigens visuell ja auch nicht dargestellt hier im MIDI-Bereich. Also das ist jetzt zu viel des Guten und das heißt, ich möchte jetzt meinen Bereich einfach etwas einschränken. Ich fange jetzt erstmal in der Input-Range an. Ich gehe vielleicht mal so um die Hälfte hoch, ne, so um 50%. Prozent sind das hier nicht, aber so circa um die Hälfte. Und hier gehen wir auch ein bisschen runter. Du hast jetzt gehört, die 127, die sind auch extrem laut. Also das ist wirklich fortissimo, da haut er richtig rein. Dann gehen wir mal hier schon mal ein bisschen runter und bei dem Random-Wert hier, also bei der Randomisierungsstärke, gehe ich auch ein gutes Stück runter, vielleicht nur so 70% in diesem Fall. Und dann hören wir mal, ob er da schon etwas besser kommt. Und dann kann ich hier noch schauen, möchte ich eher den tiefen Bereich randomisieren oder verstärkt randomisieren oder nur den Höhenbereich. Du hast jetzt gehört, wenn ich hier im Low-High-Bereich rummache, ist nicht so ein wahnsinniger Unterschied, weil er jetzt nicht so eine wahnsinnige Range hat, diese Performance hier. Was ich aber gut finde, ist, wenn wir hier ein bisschen einschränken und auch hier ein bisschen einschränken, dann ist es nicht hier jetzt komplett überall links und rechts haben wir Ausreißer, dass manche Noten ganz, ganz leise sind, manche Noten richtig fortissimo sind, sondern es klingt schon wesentlich besser und wesentlich menschlicher. Wir machen gleich auch nochmal den direkten Vergleich, also ohne Bearbeitung mit dem Randomizer und mit. Und hier unten haben wir jetzt noch was ganz interessant ist. Das ist das Output Offset.
Das ist sowas, wie du beim Kompressor zum Beispiel das Output Volume hast, bei den Logix-Kompressoren. Ich kann dir das mal hier einblenden. Da gibt es ein Output Volume, da kannst du die Komplettdynamik sozusagen dann nochmal, oder Output Gain heißt es hier genau. Sowas so ähnlich kannst du das hier auch vorstellen. Ich finde jetzt insgesamt, das ist ein bisschen laut, wir haben auch übersteuert. Das heißt, über das Output Offset kann ich jetzt die Gesamtlautstärke nochmal ein bisschen runterziehen, dass es nicht zu laut ist, einfach insgesamt in diesem Bereich. Ja. Mal zum Vergleich ohne Randomizer. An. Ich finde das faszinierend, also wie schnell du hier einen menschlichen Touch tatsächlich reinbekommst, wenn du die Input Range ordentlich einstellst. Wenn du hier ein bisschen mit dem Random-Wert rummachst, dann hast du innerhalb weniger Minuten aus so einer langweiligen Performance, wo überall die gleichen Velocity-Werte sind, eine lebendige Performance mit dem Human Touch, den wir uns alle wünschen. Also das funktioniert wirklich richtig gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das jetzt nochmal bei anderen Instrumenten, und zwar bei Drums. Da sieht die Sache jetzt etwas anders aus. Ich habe erstmal angefangen mit einem einfachen Drum-Beat, der auch jetzt hier die gleiche Velocity immer hat. Öde, langweilig, ja, ist immer das Gleiche. Da habe ich mir gedacht, okay, ich setze den Randomizer jetzt einfach auch ein. Ich habe alle Werte komplett aufgerissen, also er kann jetzt von 0 bis 127 so stark, wie er möchte, randomisieren, die Velocity. Achso, ich sollte noch einschalten. Mal versuchen nachzustellen jetzt ein bisschen. Und du siehst schon, dass es irgendwie nicht ganz so cool. Selbst wenn ich jetzt hier die Input Range einschränke, den Bereich, in dem ich ihm erlaube, die Velocity an der Velocity rumzuspielen, um die zu variieren, ist das irgendwie nicht so cool, weil ganz klar könnte man hier sagen, okay, hier könnte man Ghost Notes einbauen, aber die Downbeats bei diesem Schlagzeug, die müssen eigentlich immer laut sein. Denn jetzt macht er manchmal die Ghost Notes oder Noten, die einfach nicht so wichtig sind für den Grundgroove, lauter und leiser und macht da hin und her. Und da erzielst du einfach nicht wirklich gute Ergebnisse. Aber es könnte ja sein, dass es jetzt nur an diesem Groove so liegt. Und deswegen habe ich noch einen anderen probiert. Und zwar ist das jetzt einer, der ist noch komplizierter. So ein Funk-Groove hier. Das sind auch die Velocity-Werte alle gleich. Das klingt wirklich grässlich und das ist eigentlich so ein Halftime-Groove, ne, weil ich die Snare-Drum auf die 2 und die 4 so ein Backbeat, aber das erkennt natürlich der Randomizer jetzt nicht, wirst du gleich sehen. Und ich schalte ihn jetzt auch erstmal zu und habe alles voll aufgerissen, was er dann macht. Ja, ich kann ja auch versuchen... Ja, das ist jetzt so ein Master-Funk-Groove, wo sehr viele Ghost-Notes sind, wo aber auch die Backbeats einfach auf die 4 wichtig sind. Das kann der Randomizer einfach nicht erkennen, ja, das weiß er nicht. Und ich zeige dir jetzt mal das Original, ja, wie das eigentlich klingen sollte, wie das eigentlich im Original klingt, wenn es richtig ist, also so wie ich es eingespielt habe. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also du siehst, bei solchen komplexeren Sachen, insbesondere bei Drums, kannst du mit dem Randomizer nichts machen. Da müsstest du dann den MIDI-Transformer nehmen, den du im Piano Roll
findest und da versuchen, relativ genau jetzt gerade bei solchen Grooves was einzustellen. Aber ich rate dir dann doch eher, vielleicht einfach einen Drummer zu buchen oder das selber einzuspielen. Ich finde, der Randomizer hat hauptsächlich seine Berechtigung und da funktioniert er auch am besten bei Keyboard- und Piano-Performances. Ich weiß nicht, hast du den schon mal woanders eingesetzt? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Falls du dich für Logic Pro interessierst, vielleicht gerade erst neu umgestiegen bist und dich noch nicht so gut auskennst mit der DAW, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du Logic für dich optimieren kannst und wie du deinen Workflow in Logic massiv beschleunigen kannst. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Falls du weitere Logic-Tutorials von mir sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist hier. Ich glaube, weit über 170 Logic-Tutorials habe ich da schon drauf. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir wie immer viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.